ich habe euch erwartet. Wir haben schon einiges Interessantes hier gesehen auf der Photo Adventure in Linz. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Und ich habe mir nur gedacht, ich gönne mir eine kurze Pause. Michael sitzt sowieso immer noch hinter der Kamera herum. Ihr könnt es leider nicht sehen. Er grinst gerade und deutet. Ich hoffe, er macht mir nicht so rosane Farbe, so Boys-Bäckchen oder so. Nein, tut er eh nicht, aber keine Sorge. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns den nächsten Aussteller an. Und da kommt man am besten, entweder gehen wir links rum oder rechts rum, es ist fast egal. Das Design Center ist relativ kompakt. Die Wege sind ja sehr kurz, was sehr angenehm ist. Aber trotz alledem ist es nicht irgendwie super voll und man kommt nicht durch, sondern es ist alles ganz ordentlich. Daher würde ich vorschlagen, wir schauen uns einfach den nächsten Aussteller an. Auf geht's! Wir sind hier bei Canon und ich habe in der Hand die niegelnagelneue Canon EOS 5D Mark IV. Das ist der zweite Nachfolger von der Kamera, mit der Michael gerade filmt, richtig? Oder? Ja, warte, lass mal schauen. Ja, er hat die Mark II. Ich habe hier die Mark IV. Irgendwie ist da alles gerade ein bisschen, wie geht denn die an? Da. Gleiche Objektiv, wie der Michael gerade drauf hat, 24 bis 105. Super Videoobjektiv. Den Touchscreen. Nope, kein Touchscreen, macht auch nichts, braucht man eh nicht. Ah, da ist der Videomode. Was gibt es über die zu sagen? Die Specs könnt ihr im Internet gerne nachlesen. Ich glaube 30 Megapixel oder so, steht das da irgendwo? Ja, 30 Megapixel, gut gemerkt. 61 Autofokusfelder, die werde ich mir gleich einmal anschauen. Ja. Da wollte ich gerade eine Drohne ausbrechen, aber sie haben sie noch gefangen. Wo stelle ich das ein? Nein. Ja. Ich sehe jetzt aber nur ein Auto. Ah, oh. Sweet. Jo. Ja. Was macht das da? Die Bedienelemente sind wohl ein bisschen anders als auf der 5D Mark II, habe ich bereits in verschiedenen Podcasts gehört. Das ist natürlich ein gewisses Umdenken ist. Also wir haben wir den Weißabgleich, das ist bei deiner Kamera gleich. Dann kommt der Drive, das ist eh gleich. ISO und Beleuchtung, also die Knöpfe sind zumindest einmal gleich, was ich so sehe. Die hier auch, aber hinten natürlich schaut es ein bisschen anders aus. Sie hat auch WLAN, wie man sieht. Wird heutzutage, was macht dieser Knopf? Nichts. Haben wir dann Live View, weil ich mich mit sowas auskenne. Ich fotografiere fast nur noch mit RAID. Ah, sie ist, ach so, sie ist in Programmautomatik. Dann ist ja alles klar. Was haben wir da? Einmal CF, einmal SD. Blöd, dass Apple jetzt halt nur die SD-Card-Slots aus dem MacBook Pro rausgeschmissen hat. Bringt also da auch nichts mehr oder man steigt einfach nicht mehr um. Videomodus. Inception, ein Video im Video. Come. Not to the dark side, but to Canon. Oh ja, nettes Teil. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, wie schwer die Dinger sind. Was gibt es da noch zum Angrabbeln? Mikrofon, Blitz, dieses Anti-Diebstahl-Ding. Ich glaube, das kommt nicht mit, das kann man nicht kaufen. Tja, das ist die Canon 5D Mark IV. Der Michael überlegt wahrscheinlich schon, sie sich zu holen. Kann man das Eyepiece darunter nehmen? Ja, lassen wir das lieber, bevor es kaputt geht. Ja, nette, solide Kamera. Wird ein bisschen gebasht, weil die Videofunktion nicht ganz so toll sein soll. Ich kenne mich mit Videos ja noch weniger aus als mit Fotos, von daher kann ich dazu nichts sagen. Ich denke, für uns
oder Leute wie uns reicht die Videofunktion, die Profis sind dann eher hinten bei den Cinema Lenses, wo der Michael eh auch schon ein bisschen geliebäugelt und geschaut hat. Da gibt es ordentlich fettes, dickes Glas. Das ist aber dann ein bisschen außerhalb unserer Liga. Jo, soweit hier von Canon. Schauen wir mal, vielleicht können wir noch das ein oder andere Foto ausdrucken. Und wenn nicht, dann ziehen wir einfach weiter zum nächsten. Ja. So kann man den Michael auch fotografieren ums Eck. Also wir sind hier bei Canon. Das ist die Canon EOS M5. Das ist die spiegellose von Canon. Hier sieht man sie mit dem Konverter. Dann kann ich die normalen Canon EF und EFS Objektive verwenden. Ohne dem gibt es auch die Canon, das ist das Canon M Bayonet. Da kann ich halt dann eine gewisse Auswahl an Linsen, so wie zum Beispiel dieses hier. Schön klein und leicht, Standard Zoom 18-55. Kann ich da drauf schnallen. Oder eben, wenn ich schon einen Objektivpark habe, dann kann ich das über diesen Adapter, den es gibt, einfach anschließen. Das Display ist recht nett. Funktioniert gut, lässt sich kippen. Schwupp, dann sieht man gar nichts mehr, aber das ist natürlich praktisch, wenn ich irgendwo von oben oder wenn ich ums Eck fotografieren will. Könnte für Street Photography ganz interessant sein. Das hat meine X100T leider nicht von Fuji. Das wäre noch sehr nett. Ich glaube, man kann es auch nach oben. Ja, man kann es auch so kippen. Oh, das wäre nett. 129 UVP. Das wäre nett, ja. Haben Sie gerade gefragt? So. Okay. Das wäre sehr angenehm für... Also eine andere Frage, na gut. Für das, ja. Jo, ansonsten... Oh, aha. Die üblichen Modi von grünem Rechteck über PVTV, AVM, was auch immer. Ah, das muss man drücken, das heißt, ja, das geht, gewöhnt man sich dran. Dial Function. Aha, das ist so ein Quick-Menü da, der Button, wo ich durchschalten kann, ISO und Weißabgleich. Wie verstelle ich den dann? Was? Warum ist er jetzt aus? Ah. Neue Technik, ich und neue Technik. Ah, okay, das ist nice. Ja, wenn man drückt da, dann dreht man da einfach. Wofür ist der hier? Oh, okay. Ja, zwei Räder, das ist nett. Ein Rad für die Blende, ein Rad für die Belichtungszeit, Belichtungskontrolle. Ja, was ist das da? Jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Nein. Ah, eingebautes WLAN. Nett, ja. Oh, schau, da ist sogar der Michael drauf. Ein bisschen unscharf, ich habe nicht fokussiert. Mein Fehler, also das ist nicht die Kamera, sondern das war ich. Ich habe da auf den Typen da dahinter fokussiert. Oh! Die hat ein Touchscreen. Cool. Das ist cool. Okay. Löschen wir den Michael wieder. Aha. Ups. War ich das? Ja. Ich glaube, das war ich. War ja klar. Ich habe nichts gemacht.